Herzlich willkommen zu XXL Info Kompakt. Aus der Nachrichtenredaktion meldet sich Andreas Klamm, Saberort. Heute mit einem besonderen Beitrag. Aktive Bürger wollen armen Kindern mit Sachspenden helfen. Unterstützer und Spender gesucht. Jeder sechste Mensch ist in Deutschland von Armut bedroht. Kinder trifft Armut besonders hart. Bürgergemeinschaft bittet um Sachspenden. Hilfe der Arbeitsgemeinschaft Soziale Linke kommt bei den bedürftigen Menschen gut an. Neunkirchen, Saarbrücken. 13. Dezember 2010. Jede Menge Sachspenden wünscht sich die aktive Bürgergemeinschaft ABG und die Wir Zeit-Zeitungen, um sie an den Verein die AG Soziale Linke in Neunkirchen weiterzugeben. Bereits jeder sechste Mensch ist in Deutschland von Armut bedroht. In Deutschland ist jedes fünfte bis sechste Kind arm und die Armut trifft die Kinder besonders hart. Die aktive Bürgergemeinschaft ABG, initiiert von Michael Posse, hat bereits in der Vergangenheit einige Spendenaktionen zu wohltätigen Zwecken durchgeführt. Michael Posse, die aktive Bürgergemeinschaft ABG, sammelt gemeinsam mit den Wir Zeit-Zeitungen, in welche Michael Posse ebenfalls involviert ist, für bedürftige Kinder Sachspenden jeglicher Art. Winterkleidung, Spielzeug, Kinderbücher, CDs, DVDs, Schulbedarf wie Stifte, Hefte und weitere Sachspenden werden gerne entgegengenommen und an den Verein AG Soziale Linke weitergeleitet, der im Raum Neunkirchen bereits bestens bekannt ist und der in diesem Jahr einen Basar für Kinder zugunsten sozial benachteiligter Kinder veranstaltet. Um zu gewährleisten, dass die Spenden nicht zweckentfremdet werden und auch bei den Bedürftigen ankommen, wird die Koordination in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kirchengemeinden organisiert. Jedes fünfte bis sechste Kind ist in Deutschland arm, weiß Michael Posse, und er bezeichnet dies als ganz klar einen untragbaren Zustand für ein Industrieland wie Deutschland. Die Armutsgrenze muss fallen, meint Michael Posse und seine Unterstützer in der Bürgergemeinschaft. Bereits ein armes Kind betrachtet der Initiator als zu viel in der Armutsstatistik. Kinder seien die Zukunft eines Landes, einer jeden Gesellschaft und somit unser aller wertvollstes Gut, glaubt Michael Posse. Die schwere Armut von Kindern in Deutschland ist seit mehreren Jahren Realität in Deutschland und nicht nur in der sogenannten dritten und vierten Welt. Die Not und das Leid findet direkt vor unseren Augen in Deutschland statt, möglicherweise sogar beim Nachbarn an der nächsten Haustür. Die Not und die Armut motiviert die Arbeitsgemeinschaft AG Soziale Linke, die künftig mit ehrenamtlichen Helfern den Menschen im Raum Wiebelskirchen und Neunkirchen mit Rat und Tat zur Seite stehen will. Die Resonanz aus der Bevölkerung zeigt, dass diese ehrenamtlichen Hilfeleistungen der AG Soziale Linke gerne und dankbar angenommen werden, was für die AG Soziale Linke ein großer Ansporn ist. Das Engagement könnte möglicherweise in der Zukunft erweitert werden. Spenden für die Hilfeaktion im Jahr 2010 können an Michael Posse, Bexbacher Straße 36 in 66540 Neunkirchen, Wiebelskirchen gesendet werden. Noch einmal die Adresse: Michael Posse, Bexbacher Straße 36 in 66540 Neunkirchen, Wiebelskirchen. Die Arbeitsgemeinschaft bietet zudem an, Spenden im Raum Neunkirchen und Umgebung nach vorheriger Terminvereinbarung auch abzuholen. Auskünfte sind auch via E-Mail zu erhalten bei E-Mail zz.sbp@wir-zeitung.com. Noch einmal die E-Mail-Anschrift für Auskünfte: zz.sbp@wir-zeitung.com.
Wer Spenden aus der Saar- und Pfalzregion Zweibrücken und Homburg zur Verfügung stellen will oder per Postweg versenden möchte, kann die Spenden direkt an Ursula Kunz, Wacholderstraße 20, Zweibrücken, Hengstbach senden. Auch hier noch einmal die Adresse. Wer Spenden für die Region Saar und Pfalz, Zweibrücken und Homburg zur Verfügung stellen will oder per Postweg versenden möchte, kann die Spenden direkt an Ursula Kunz, Wacholderstraße 20, Zweibrücken, Hengstbach senden. In Zweibrücken und im Umland holt die Helferin die Spenden auch bei möglichen Spendern ab. Für telefonische Auskünfte ist die Helferin Ursula Kunz bei Telefon 06332 18334 erreichbar. Für telefonische Informationen und Auskünfte ist die Helferin Ursula Kunz bei Telefon 06332 18334 erreichbar. Diese und zahlreiche weitere Informationen können Sie auch bei regionalhilfe.de noch einmal nachlesen. Noch einmal die Adresse zum Mitschreiben. Wenn Sie diese Informationen in der Fernsehsendung XXR Info Kompakt nachlesen wollen, dann ist das im sozialen Bereich möglich bei www.regionalhilfe.de. Noch einmal die Adresse im Internet einfach zu merken: www.regionalhilfe.de. Eine aktive Bürgergemeinschaft, die AG Soziale Linke und Michael Posse und die Wir-Zeit-Zeitungen, die armen Kindern und Menschen helfen wollen, das glaube ich, ist eine gute Sache, eine unterstützenswerte Sache. Vielleicht gibt es Menschen, die diesen Beitrag, diesen Fernsehbeitrag bei XXL Info Kompakt und Radio TV IBS die sehen und unterstützen wollen. Ich denke, die Kinder und bedürftige Menschen in der Saar und in der Pfalz wird es freuen und die Hilfe wird dort auch gut ankommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen bei XXR Info Kompakt, Redaktion und Moderation Andreas Klamm-Sabaoth, ausführliche und weitere Informationen zu XXR Info Kompakt und Radio TV IBS Liberty finden Sie natürlich auch im Internet bei www.ibstelevision.org. Ausführliche und weitere Informationen zu Radio TV IBS Liberty und XXR Info Kompakt finden Sie natürlich auch im Internet bei www.ibstelevision.org. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie bitte so weit wie möglich wieder gesund. Ihr Andreas Klamm-Sabaoth.